Hallo Leute und willkommen hier bei mir AppleCat und zu Teil 4 unseres Land Rover Defender Baus. Genau, da seht ihr die bisherigen Fortschritte. Alle Videos, wenn ihr sehen wollt, wie das hier gebaut wurde, findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Genauso wie die Links, wo man das schöne Ding kaufen kann von Lego oder von, eben nicht Lego. Und hier sehen wir schon den nächsten Bauabschnitt, Bauabschnitt 4. Insgesamt gibt es ja 5 Stück, aber der fünfte, das sind nur hier die Reifen, so im Großen und Ganzen. Also geht es jetzt hier auf die Zielgerade und wir haben 2, 4, 6, 8, 10 Tütchen, wobei wir hier auch schon noch richtig große Panels haben. Natürlich, er muss hier vorne noch verkleidet werden. Und die Scheinwerfer werden gebaut, kann man hier sehen. Da sind die transparenten Parabolspiegel für die Scheinwerfer drin. Und soweit ist das hier ein echt schönes Set. Wir haben ein paar Farbunterschiede, kann man hier sehen bei den Grüntönen. Wir hatten bisher nur ein Teil, das nicht gepasst hat. Und zwar war das ja hier so ein Liftarm, der war in der falschen Größe mit dabei. Ansonsten keine Fehlteile, ein paar Kleinteile übrig. Übrigens hier die Minifigurenhand, die ist von einem anderen Video, die ist nicht hier vom Land Rover Defender. So, aber es macht sehr viel Spaß. Die Aufkleberchen, ja, ein paar Stück habe ich verklebt. Wie gesagt, hier überall, wo Superpower draufsteht und hier King Offroad, das habe ich mir natürlich dann gespart. Alle anderen habe ich draufgepackt, sind qualitativ auch in Ordnung. Kann man noch mal kurz sehen, wenn ich hier aufmache. Hier haben wir zum Beispiel Aufkleber 3 Stück in die Innenseite der Tür reingepackt. Ja, und dann so kurzer Überblick. Also, Türen haben wir fertig. Radkästen, Seitenteile sind bereits fertig. Die Heckklappe mit Mechanismus, die ist auch schon ziemlich fertig. Hier fehlt allerdings noch was, da kommt bestimmt ein Rad hinten dran. Dann haben wir die Lampen, hier so ein paar Aufkleberchen angebracht. Und von der Seite sieht es so aus. Vorne ist er eben noch sehr frei. Da kommt also die ganze Verkleidung drumherum. Wir haben hier den 6-Zylinder-Motor, den man sehen kann, der allerdings keine Funktion bietet. Die Doppelaufhängung hier mit den verschiedenen starken Federungen, die hier eingebaut ist. Und nochmal gekippt. So, den dicken mal auf die Seite gelegt. So sieht das Ganze von unten aus. Wir haben natürlich hier noch ein Getriebe mit drin, wo man auch durchschalten kann. Wir haben hier die Differentiale für den Allradantrieb. Ja, es ist ein schönes Modell und macht echt Freude, hier gebaut zu werden oder das Ganze zu bauen. So, und hier bin ich immer noch unsicher. Ich glaube, da habe ich Mist gebaut beim Armaturenbrett. Das muss irgendwie befestigt werden, aber ich habe immer noch nicht gesehen, wo da der Fehler liegen soll. Naja, vielleicht kommt ja noch was. Also, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los und zwar auf Seite 115 und bei Bauabschnitt 331. Bitteschön. Schön, Abschnitt 4 ist wirklich ein großer. Schaut euch mal die ganzen Teile an. Ja, das ist schon eine ganze Menge, was hier noch so verbaut wird. Also Bauspaß und ich zeige euch mal, was ich hier jetzt schon zusammengebastelt habe. So, einmal das zur Seite. Das hier war jetzt quasi der letzte Schritt, den ich gebaut habe. Und das ist ja der Frontscheinwerfer, würde ich mal sagen. Wir sehen hier diesen schwarzen Teller. Da ist ein Aufkleber drauf. Ich zeige euch den mal kurz. Das ist nämlich der hier. Das hier ist der zweite, der nachher noch auf den anderen Scheinwerfer mit drauf kommt. Und den klebt man da drauf. Dann kommt hier noch so ein transparenter kleiner Parabolspiegel drüber. Und der ist sehr schön transparent. Also echt gut gemacht. Lasst mich mal kurz schauen. Hier ist das zweite Teil. Hier kann man das sehen. Gut transparent, wenig verkratzt. Schöne Qualität. Haben sie gut hinbekommen. Und dann sehen wir nebendran noch einen Aufkleber, hier das schwarz-weiße, das ist einfach auf eine Fliese aufgeklebt und dort aufgesteckt. Und das hier ist schon ein bisschen tricky, wie das hier zusammengesteckt wird. Also, ja, ich kann es euch gar nicht mehr genau zeigen, aber es sind viele, viele Teile, die hier in verschiedenster Art und Weise zusammengesteckt, gedrückt und verbunden werden, dass man eben diese Scheinwerfereinheit hier rausbekommt. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr nett aus, wird dann später noch hier befestigt und natürlich bauen wir gleich im Anschluss nochmal hier die zweite Scheinwerfereinheit für die andere Seite. Und was wir auch schon gebaut haben, ist hier vorne, ja, dieser Frontbereich. Also hier alles, was ihr hier vorne sehen könnt
Und auch dort haben wir wieder Aufkleber verbaut. Einmal hier der Aufkleber und einmal hier der Aufkleber. Und was jetzt hier auch zu sehen ist, die Winde hier unten, die kommt jetzt hier dazwischen raus. Das heißt, die wird dann später wohl einfach hier überhängen und kann dann bis hier vorne rangezogen werden, aber die flutscht da sogar noch durch. Also sie hängt auf jeden Fall mal hier raus. Hier unten haben wir ganz nett hier diese Panels, die dann hier so schräg nach hinten weggehen. Das hier kann man auch noch alles ein wenig verstellen. Also ob das jetzt so gerade stehen bleibt oder nachher noch ein bisschen hier in die Schräge reinkommt, kann ich noch gar nicht sagen. Auf jeden Fall wird das ganze Teil hier vorne einfach in einem Stück gebaut und dann hier hinten mit den Pinnen einfach da drauf gesteckt auf die vorhandenen Konstruktionen. Jo, und das war es dann im Prinzip auch schon. Und damit haben wir schon mal hier, ich sag mal, die Front der Einbauküche, denn das ist ja in etwa der CW-Wert, den so ein Landy hat. Den haben wir dann hier schon mal fertig gebaut und dann kam hier noch so ein kleines Teilchen dran. Das ist nur optische Deko, würde ich mal sagen. Ja, und jetzt kommt der hier noch irgendwie, ja, bestimmt hier so drüber. Und dann geht's weiter. Also, soweit, so gut, macht Spaß. Deswegen baue ich jetzt auch weiter. Ja, jetzt sieht er schon richtig bullig aus von vorne. Coole Optik, oder? Und ja, ich habe mich hinreißen lassen. Ich habe tatsächlich einen Aufkleber aufgebracht, wo, da kann man sehen, Kings of Road draufsteht. Ich dachte mir, sieht vielleicht besser aus. Von Weitem erkennt man ja nicht, dass da nicht Land Rover steht. Und ich wollte den Streifen noch ganz gerne hier vorne als Akzent drauf haben. Ja, naja, geht, oder? Ja. So, wir sehen hier nochmal, wie wir die Lampen verbaut haben, die Scheinwerfer. Das wurde jetzt hier so mit angesteckt, mit diesem Schrägteil. Das geht dann hier so nach unten, einmal rechts, einmal links. Sieht ganz cool aus. Und wir haben hier die Motorhaube gebaut. Und da gibt es jetzt was, was mir schon wieder gar nicht so gut gefällt. Ich denke, man kann es schon erkennen. Achtet mal auf die Grüntöne. Also, wir haben wieder Farbunterschiede. Ziemlich deutlich. Das zieht sich hier durch das ganze Set durch. Hier Farbunterschiede. Und dann eben auch hier jetzt bei den Fliesen auf der Oberseite der Motorhaube Farbunterschiede. Und auch, wenn ich die Motorhaube mal aufklappe, auch hier zu dem Teil, also diesem mittleren Element zu den Liftarmen hier. Auch da haben wir nochmal den deutlichen Farbunterschied. Das hier viel heller als das hier. Naja, ich sag mal, moderner Lego-Style, hier natürlich eher geschuldet, dass das ein Dritthersteller aus China ist und kein Original-Lego, denn ich glaube, bei dem Original-Lego-Set, zumindest hier beim Land Rover, war hier farbmäßig noch alles im Lot, was ja jetzt bei dem neuesten Modell nicht der Fall ist. So, hier vorne sieht man, da ist er noch ordentlich wackelig, der Kollege. Also da muss noch ein bisschen was irgendwie befestigt werden, aber das wird noch später dann kommen. Die Motorhaube, die lässt sich prima aufklappen, hält auch, also hier da, ohne Druckzylinder, hält die wunderbar. Klappe runter, Klappe hoch, sehr, sehr schön. So, also die Front hätten wir rein optisch, denke ich, so ziemlich fertig. Motorhaube ziemlich fertig. Was jetzt noch fehlt, sind hier die ganzen Seitenverkleidungen. Hier ist er noch richtig offen, also gehen wir es an. Da haben wir nochmal hier diese fetten Radkästen an der Seite, die dann hier noch später mit drankommen. Das sind schon ganz coole Teile, richtig große Formteile. Ja, also echt schön. Ja, schon fast traurig, dass er fast fertig ist, denn es macht mir richtig viel Freude, den zu bauen. Aber was mich echt abfuckt, muss ich jetzt mal sagen, das hat nichts damit zu tun, dass das hier der Nachbau ist, ist bei Lego genauso. Schaut euch das mal an. Das sieht man doch sowas von brutal, diese verflixt blauen Pinne, die hier aus dem Grün rausgucken. Ah, naja,
Also, es stört, also mich stört es optisch, muss ich echt sagen. Ich hätte mir natürlich dann auch schwarze noch holen können oder aus meinem Fundus, so könnt ihr auswechseln. Mache ich vielleicht, wenn ich irgendwann mal echt zu viel Zeit habe, was nie der Fall sein wird. Aber optisch stört mich das Ganze. So, was mich nicht stört, sind hier die noch ziemlich vollen Tellerchen. Ja, und deswegen geht es auch direkt weiter. Verkleiden wir den Kollegen mal noch zu Ende. Ja, Leute, genießt mal die Ansicht von diesem muskulösen, fetten Fahrzeug. Er ist so ziemlich fertig verkleidet. Jawohl, und er sieht echt cool aus, finde ich. Also als allererstes habe ich jetzt im nächsten Schritt hier die Radkästen angebaut mit den Seitenteilen. Und wir haben hier so richtig Lego gebaut auch mal. Hier diese Schrägsteine haben wir hier auf die Noppen drauf gedrückt. Dadurch, dass wir hier erstmal solche Noppen angebaut haben, so Pin auf Noppensteckerchen. Und dann wurden die hier drüber gedrückt. Dann kamen hier die Radläufe dran mit den furchtbaren blauen Pinnen befestigt natürlich. Und da ist auch alles jetzt stabil. Also wir haben hier mittlerweile alles so weit verbunden, dass das hier stabil geworden ist. Und das Ganze natürlich auf beiden Seiten. Hier kann man es nochmal schön sehen, wie das da drüber gegangen ist. Aufkleberchen, jipp, sind auch dazu gekommen. Hier diese Bleche, die haben wir hier aufgeklebt. Ja, sieht okay aus, oder? Doch, kann man machen. Sieht okay aus. Natürlich haben wir hier immer so eine fette Lücke dazwischen. Hier auch. Mein Tipp, nicht wie in der Anleitung, erst kleben, dann ranklicken, sondern erst ranklicken, dann kleben und das Ganze vielleicht irgendwie ein bisschen näher zusammenbekommen. Wobei, ja, man soll ja zum einen hier den Abschluss hinbekommen, dass die hier gleichzeitig starten und dann, ja, ist hier aber eine Lücke. Oder wenn man es dann eben hier näher dran macht, dann, ja, hat man da hinten eine Lücke. Passt nicht zu hundertprozentig, aber sei es drum. So, die Motorhaube hatten wir ja schon. Und wenn ich die mal aufklappe, dann können wir hier auch leichter sehen, dass wir hier oben noch diese Bereiche angebaut haben. Hier und hier. Das heißt Liftarm, 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 Liftarm. Alles zusammen. Hier vorne mit Gelenk. Oder sag mal, beweglich dann noch hier dieses Teil, damit wir hier vorne schön den Abschluss hinbekommen. Klack. Und ja, dann passt das Ganze. Wird alles befestigt. Hier kann man das schön sehen, durch eine Achse, die hier reingeschoben wird. Da könnte ich noch ein bisschen durchdrücken nachher. So, genau. Da kann man das gut erkennen. Einmal hier, natürlich da genau das gleiche. Achse geht einmal da durch. Und dann haben wir auch noch hier die A-Säule, auch die mit einem Aufkleber auf einer Fliese. Geht dann einmal hier hoch und geht in einen, hui, wie ist denn das passiert, schwarzen Pinstecker rein. Schwarz. Buh. Naja, dann jo, wäre es auch schon fertig. Also, und die Motorhaube, wenn wir die mal zuklappen, passt, schließt, passt, sieht cool und richtig bullig aus. Also, finde ich richtig cool. Also, jetzt, wo der hier vorne dann so fertig ist und alles so schön ineinander passt, da macht das echt Freude. Cooles Teil, echt, echt cooles Teil. Schaut euch den fetten Landy an. Und ich mache mal gerade den Gewichtstest, wenn ich ihn mal hier so auf einer Hand hochhebe. Und ja, doch, den spürt man. Der hat, meine Güte, der hat wirklich ganz ordentlich Gewicht. So am ausgestreckten Arm, ja, da macht er schon was her. So, Tür nochmal zu. Und soweit hätten wir ihn dann jetzt schon fertig. Und ja, was kommt denn jetzt noch? Hier ein kurzer Überblick. Mein Latte Macchiato ist schon leer. Das ist allerdings noch nicht der Fall hier bei meinen Tellerchen. Da liegen immer noch eine ganze Menge Kleinteile rum. Und als nächstes, ja, kommt hier wohl mal die Hand-of-God-Steuerung. Schätze ich mal, wie das aussieht. Hatte der überhaupt eine? Gott, ich habe es schon vergessen. Auf jeden Fall. Ja, wir bauen hier noch Kram an. Da kommt noch der Dachgepäckträger und, und. Wir sind auf der Seite 140 und haben ja bis zur Vollendung auf Seite 159 noch ein wenig etwas zu tun. Aufkleberchen. Ja, ich glaube, da bin ich so gut wie durch. Hier, das sind die, die noch über sind. Überall, wo Superpower steht. Ja, die sind noch da.
Ansonsten ist hier so ziemlich alles verklebt, außer hier, den habe ich glaube ich vergessen. Der ist fürs Armaturenbrett, die 38. Ja, ansonsten kann ich die mal ad acta legen, soweit, und dann nochmal in den finalen Bauschritt gehen oder einen der finalen Bauschritte. Und ich freue mich schon richtig, wenn hier nachher die Reifen drauf kommen. Dann sieht der nämlich super fett aus. Das ist kein Zahnrad, das ist die Hand Gottes, oder naja, mal weniger theatralisch. Das ist die Steuerung für die Hand-of-God-Steuerung. Das heißt, man dreht nicht am Lenkrad, aber das Lenkrad dreht sich wie von Zauberhand. Und das ist jetzt hier oben das Zahnrad. Und ihr seht auch, wenn ich da jetzt dran drehe, dann geht auch vorne die Lenkung schon mit. Also, die ist jetzt soweit klar und das war auch alles schon technisch vorbereitet. Hier habe ich quasi nur eine Achse mit Zahnrad oben reingesteckt. Fertig war die Geschichte. Was sonst noch fertig ist, ist hier oben oder teilweise, obwohl hier geht es etwas auseinander. Was ist das denn? Also hier der Dachgepäckträger. Der wurde jetzt hier gebaut mit Achsen, Verbindungselementen, wurde das hier alles schön zusammengesteckt. Dann mit 1, 2, 3, 4 Pinnen einfach hier aufs Dach draufgesteckt. Und der besondere Clou sind hier die seitlich angebrachten Elemente. Und zwar einmal das Teil hier. Und einmal das Teil hier, wobei mir hier gerade was auffällt. Ich glaube, hier habe ich was falsch gebaut. Ich glaube, ich habe den Pin hier falsch rum reingesteckt. Der sollte hier nicht rausgucken, oder? Moment. Da muss ich kurz noch mal spicken, aber ne, man sieht es leider hier nicht. Aber das kann eigentlich so nicht richtig sein. Das muss ich nochmal anpassen. Aber egal. Also, wir haben hier was angebaut und das ist, man muss natürlich auch, wenn man auf Safari ist, irgendwie mal hier auf den Dachgepäckträger draufkommen, um dann irgendwas runterzuholen. Und dann klappt man hier, jawohl, die Leiter runter und dann kann man hier ja, dran hochklettern. Und wenn man es nicht mehr braucht, dann klappt man die Leiter einfach wieder hoch. Schön. Schöne kleine Idee. Und dann auf der anderen Seite, da wäre übrigens hier wieder ein Sticker draufgekommen mit dem Land-Dingsbums. Also eigentlich wird hier Land Rover stehen. Habe ich weggelassen. Und das hier, ja, das ist eine Gepäckbox. Die kann man hier auch einmal so aufklappen, zuklappen. Und dann kommt man hier flott mal an irgendwelches Zeugs dran. Auch eine nette Idee. Wird einfach alles hier angesteckt mit diesen, ja, hier mit diesen roten Achsen. Flups. Und dann hält das Ganze. Also, soweit sind wir jetzt hier schon mal fertig. Box. Leiter, Dachgepäckträger und Hand-of-God-Steuerung. Sehr schön. Und ja, weiter geht's allerdings immer noch, denn ich habe hier immer noch Teile liegen. Also machen wir noch ein bisschen weiter. Da kommt noch mehr Zeug oben aufs Dach. Wir sind aktuell bei Seite 148, also wir nähern uns dem Ende, noch 11 Seiten. Und dann ist er fertig, unser Landy. Da steht er und er ist fertig und ich habe ganz, ganz schlechte Neuigkeiten, Leute. Ich zeige es euch mal. Meiner hat offenbar einen Unfall gehabt. Jawohl. Schaut euch mal den Kuhfänger an. Besonders hier so dieses Seitenteil. Einmal hier. Ich gehe mal näher ran. Und einmal auf der Seite. Ja, da steht doch hier das Teil irgendwie anders. Also, hier geht es zu weit nach oben. Und hier geht es passend. Das heißt, ich habe hier einen Unfall gehabt. Das ist ein Unfallauto. Hier ist schon alles verbogen. Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe hier so ein falsches Teil, was den Winkel anbetrifft. Wir haben ja hier diese Dinger, wo man diese Achsen dazwischen steckt. Also die hier zum Beispiel mit diesen roten Mini-Achsen verbunden werden. Und die gibt es in verschiedenen Abwinkelungen. Kann man hier sehen. Hier ist einmal das stärker abgewinkelte und dann hier das flach abgewinkelte Teil. Und ich habe hier nur noch übrig gehabt zwei der stark abgewinkelten Teile. Deswegen geht er hier etwas zu weit nach oben.
Ich habe echt geschaut und na, da ist nichts mehr übrig. Aber ich will irgendwie gar nicht ausschließen, dass ich das Teil vielleicht irgendwo hier falsch verbaut habe. Ja, wäre durchaus möglich. Naja, ist eben jetzt ein Unikat und hat hier schon ja eine kleine Kaltverformung gehabt. Vielleicht habe ich so ein Teil noch irgendwo in der Ersatzteilkiste. Also hier in meinem Köpfchen, Ersatzteilkopf, gucke ich mal, tausche ich aus. Nicht weiter schlimm. Ansonsten haben wir hier ja einen ziemlich fetten Kuhfänger vorne drin mit großen Scheinwerfern vorne dran. Und ja, mal ganz ehrlich, wenn ihr den kommen seht, dann will man nicht mehr stehen bleiben, sondern springt mal ganz flott zur Seite. Sieht richtig cool, fett und bullig aus. Und das unterstützt auch, ja, hier das Reifendesign. Echt fette Reifen. Die haben wir jetzt auch aufgezogen. 5 Stück an der Zahl. Also einmal 1, 2, 3, 4 auf der anderen Seite. Und wenn ich den dicken mal drehe, haben wir natürlich jetzt auch hier den Reifen an der Hinterklappe. Und damit können wir jetzt hier auch den Mechanismus zum Öffnen der Heckklappe wunderbar bedienen. Hier kann man sehen, am Reifen drehen und dann wird das hier entsprechend nach hinten gezogen, der Riegel, und man kann das öffnen und schließen. Sehr gut, das ist toll gemacht, gefällt mir ausgesprochen gut. Dann haben wir hier oben auf dem Dach noch ein bisschen Zeug drauf gebaut. Das hier sind einfach nur ja, solche Elemente, die hier drauf gesteckt wurden auf einer Achse. Ich denke mal, das sollen diese Unterfahrbleche darstellen. Wenn er mal irgendwo im tiefen Sand feststeckt, dann buddelt man die hier so unter den Reifen drüber und dann kann er da dann entsprechend, ja, hier jetzt nicht, so drüber fahren und bekommt wieder festen Untergrund und kommt aus dem Loch raus. Die braucht man ja bei jedem Offroader. Wenn man in der Wüste Gobi steckt, wird man die Teile dann sehr, sehr gut nutzen können. Und wir haben hier oben noch eine Dachgepäckbox. Moment, ich drehe mal, dann kann man das besser sehen. Die sieht dann so aus, kann man einmal abnehmen, ist hier nur an den 3 Noppen befestigt und dann ist die auch noch aufklappbar und man kann da noch irgendwelches Kleinteilgefuddels reinpacken. Ja, ist eine schön gebaute kleine Box. So, und dann wird die einfach wieder hier drauf gesteckt, hält an den 3 Noppen und fertig ist die Geschichte. So, es gibt aber auch noch so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen jetzt hier an dem Set, die ich mittlerweile gesehen habe, aber dazu kommen wir gleich, denn ich bin gerade sehr überrascht, davon hatte ich gar keine Ahnung. Schaut mal her. Ich habe hier noch unheimlich viele Teile übrig, also relativ viele Teile und bin erst auf Seite 154. Wir bauen jetzt hier noch einen Miniatur Land Rover. Ja, also hier sind die Reifen vom Mini Landy und wenn ich die mal hier davor halte, war so ein deutlicher Unterschied. Wusste ich echt nicht, dass hier noch so ein Mini Land Rover mit dabei ist. Also baue ich den auch noch mal flott und dann kommen wir hier zum Fazit. Tja, da haben wir den kleinen Landy und da hinten haben wir den großen Landy. Also nettes kleines Miniaturautochen, was hier so als Bonuszugabe, so verstehe ich das mal, dabei ist. Und ja, man kann durchaus Ähnlichkeiten erkennen. So sieht er von unten aus. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist relativ einfaches Lego-Bauen. Man kann die Türen öffnen. Wir haben ein kleines Lenkrad drin. Da war übrigens hier der Aufkleber, wo ich dachte, den hätte ich hier beim Großen vergessen. Nee, der war fürs Armaturenbrett vom kleinen Land Rover gedacht. Der wurde hier noch draufgeklebt. Lenkrad, 2 Sitze. Das ist so, ja, da kann man sogar eine Minifigur reinquetschen, würde ich sagen. Perfekt für Indiana Jones. Ja, muss ich mal probieren. Dann haben wir hier hinten nochmal ja, so einen Transparentstein als Scheibe. Da hinten nochmal das Ersatzrädchen. Die Lampen völlig ohne Aufkleber gelöst hier, die Lampen. Und an der Seite nochmal diese Box, diese Stauraumbox, die man aber nicht aufklappen kann, denn die ist hier nur mit ein paar Fliesen und so einem Gelenk gelöst. Ja, Räder drehen sich, nett, kleiner, süßer Land Rover. So, aber es geht uns ja eigentlich um den Großen und ich will euch mal zeigen, was beim Großen übrig geblieben ist. Nämlich diese ganzen Teile hier und das Einzigste, wirklich das Einzigste, was falsch war, war dieser Liftarm. Der wäre nämlich nochmal in der Nummer kleiner gebraucht worden und zwar hier in der Tür. Hier hätte er reingemusst von dem roten auf den schwarzen Pin. Da hätte nochmal der Liftarm drüber gebraucht und ja, der war zu lang.
zum Glück nicht so entscheidend. Wenn ich mal die andere Tür hier öffne, dann könnt ihr sehen, dass hier der graue Liftarm drüber ist und ja, hier fehlt er eben. Schwamm drüber, halb so wild. Ansonsten, ja, er hat seine Schwächen und er hat seine Stärken, ganz klar. Also, ich fange mal mit den Schwächen an. Was mir nicht so gut gefällt bei dem Teil hier, wäre zum einen, klar, der Farbunterschied. Ach Gott, der ist schwer geworden. Also zum einen der Farbunterschied hier bei den Fliesen, als auch hier bei den Türen, wo die Liftarme und diese Paneele einfach unterschiedliche Grüntöne haben, habe ich schon gesagt. Stört mich jetzt nicht mega massiv, aber ja, schön ist eben anders. Was mich ebenfalls noch etwas stört, ups, was habe ich, ach, jetzt habe ich das hier verbogen. So, also was mich ebenfalls etwas stört, ist die Federung. Ja, er hat ja ordentliche Federn, also zwei Stück an jedem Rad. Hier sieht man die roten und hier hat er ja diese grauroten. Und wenn ich ihn jetzt mal hier so absetze, ja, sieht man, er sinkt hinten schon ganz ordentlich ein. Und vor allem, wenn ich mal runterdrücke, ja, der federt nicht mehr so richtig hoch. Also so müsste er eigentlich hochfedern, aber er federt nicht mehr so richtig hoch. Also die Federn hier, die haben nicht genug Power für den Landy. Ja, also da ist er ein bisschen schwach geraten. Vorne ganz ähnlich. So ist die Ausgangsposition. Wenn ich hier mal runterdrücke, dann kommen dann nur noch minimal hoch, also nicht mehr viel. Irgendwie sind hier die Federn etwas unterdimensioniert, zumindest hier bei meinem Modell. Aber naja, sie sind auf jeden Fall da und er kann ein bisschen dran rumwobbeln. Was mir ebenfalls nicht so gut gefallen hat am Anfang oder gerade eben, wie ich fertig war, war hier die Seilwinde. Die baumelt ja hier vorne raus und ich dachte, ja, die funktioniert ja wunderbar. Hier wird sie aufgewickelt, hier haben wir das Zahnrädchen, um sie dann wieder einzuholen und zu drehen und zu machen. Und da tut sich gar nichts mehr, aber das war natürlich nur meine eigene Blödheit, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Denn ihr seht ja hier das rote Teil, das ist die Entriegelung, also wenn man die runterdrückt, dann kann ich die Seilwinde ausziehen und dann kann ich auch, wenn ich die runterdrücke, die ja nochmal einwickeln. Hier, einfach hier oben am Rädchen drehen und dann kommt und kommt und kommt und kommt ja das Seil wieder zurück. Also gar kein Problem. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also ganz cool verriegelt und dann, wenn man da nichts drückt, dann ja, ist das Ding auch stabil. So, sehr schön. Wenn wir schon mal hier drin sind, ja, finde ich auf jeden Fall mal nett, sage ich mal, hier den Sechszylinder. Wäre natürlich schöner, wenn da was wäre, wo man sieht, wie die Kolben sich bewegen. Aber naja, es ist eben hier nur optisch angedeutet. Wir haben immerhin ein Schläuchchen eingebaut und boah, der Motorraum ist ganz ordentlich voll. Man sieht da immer noch ein bisschen was vom Getriebe und. Soweit, so gut. Richtig cool ist aber hier die Frontansicht. Also die finde ich absolut die Schokoladenseite. Der sieht ja sowas von massiv geil bullig von vorne aus, obwohl ich ja hier meine Kaltverformung habe mit dem Teil. Aber die Optik hier vorne, super, super schön. Auch hier die Lichter, die sind ja hinten mit einem Aufkleber gelöst und dann eine Platte, eine Rundplatte mit so einem Spiegelchen drüber. Finde ich optisch sehr schön gelungen. Natürlich mit LED-Beleuchtung wäre das ein Traum, aber ansonsten optisch echt schön. Dann hier der dicke Kuhfänger mit den vorderen Lampen. Cool, cool, cool. Hier hinten dran mein Aufkleberchen, wenn man von so schaut, sieht man es gar nicht mehr. Also der einzige, den ich hier mit dem Logo, mit dem Fake-Logo Kings Offroad versehen habe, weil ich ja hier den Streifen haben wollte. Ansonsten schöne, schöne Ansicht von vorne. Da habe ich gar nichts zu meckern. Von der Seite, ja, sieht er auch, also ich finde, der ist sowieso insgesamt sehr gelungen, ist mal was anderes wie diese Supersportautos, die sie da haben, bis auf die blauen Pinnen, die gefallen mir nicht, habe ich schon gesagt. Aufkleber, ja, lassen sich gut verarbeiten, ohne wäre es natürlich schöner, aber naja, so ein paar habe ich aufgebracht. Dann haben wir hier noch die Rückspiegel, die sind relativ ja, locker, aber geht, wenn man sie ausrichtet und man fummelt da nicht ewig dran rum, dann halten die auch. Die Türen, ja, bis auf die Farbunterschiede, cool, lassen sich gut öffnen. Den Mechanismus habe ich euch ja schon zur Genüge gezeigt, der funktioniert gut, lassen sich wunderbar öffnen und schließen. Aber wenn ich jetzt hier mal öffne, dann kann ich euch direkt was zeigen, was nicht ganz so nett ist. Und das ist hier die Kopfstützen. Ja, weil irgendwie haben die hier zu wenig Klemmkraft und die kippen immer wieder sehr leicht nach vorne. Also da sieht man es, die haben keinen richtigen Halt. Da hinten, der hängt auch schon wieder ganz entspannt nach vorne. Also das finde ich jetzt nicht ganz so schön.
Allerdings, was sehr schön ist, ist die Hand-of-God-Steuerung. Denn wenn ich jetzt hier drehe, einmal, also ich drehe hier oben, ja, ganz klar, dann dreht sich hier das Lenkrad und man sieht, wie dann dort unten auch die Achse sich dreht und man sieht dort hinten, ja, wo dann die Achse vom oberen Zahnrad hier runterkommt und wird dort umgelenkt über die zwei Zahnräder, geht nach vorne und dann lenkt sich dort dann auch oder lenken sich dort auch dann die Vorderräder. Aber buh, schwierig. Das Ding ist so schwer. Die lenken sich echt schwierig. Da hat man das Gefühl, die Achsen biegen sich durch wie sonst was. Wenn man es hochhebt, dann geht es wesentlich leichter. Aber der Mechanismus funktioniert. Dann haben wir da hinten noch die Schaltung drin. Da kann man ja auch hier die Geländeuntersetzung dazu schalten und so weiter. Und dann dreht sich da auch ein bisschen was mit. Kann man sehen, wenn ich jetzt hier mal ihn auf die Seite lege, wie sich hier die ganzen Zahnrädchen und so dann mitdrehen, wenn die Reifen sich drehen. Ja, ist aber ehrlich gesagt bei dem Auto hier ja, so ein ziemliches Gimmick, denn ja, es tut sich ja nicht viel. Es wird ja kein Motor mit angetrieben. Macht trotzdem irgendwie Spaß, das zu bauen. Und dann sieht man, ach, ich drehe hier und da dreht sich was. Aber naja, so sehr viel passiert da nicht. So, den Schalthebel mal wieder ein bisschen hoch machen. Auf jeden Fall, man kann hier schalten, man kann hier schalten. Das sollte man wissen, ist aber mehr so ein Gimmick. Ja, hier innen drin vom Armaturenbrett, da ist nicht wirklich viel los, außer dass hier so ein Aufkleberchen ist mit den Lüftungsschlitzen. Ansonsten ja, ist das relativ schlicht und ruhig gehalten im Innenraum. Außer, ja, wir haben natürlich noch mehr Aufkleber. Ich klappe mal hier die Tür auf. Und dann sieht man, dass wir hier nochmal einmal so den Griff haben, um auf und zu machen. Und hier nochmal diese Metallaufkleber, drei Stück, da reingeklebt haben. Ja, ja, hätte es nicht gebraucht, aber ist eben dabei. Hier kann man auch nochmal schön etwas mehr sehen von den Zahnrädern und den ganzen Schaltungselementen, die hier drin sind. Ja, da haben wir auch nochmal einen Aufkleber drin mit diesem Stahlblechoptik. Und der Sitz, der immer nach vorne nickt. Tja, gehen wir nochmal weiter rum. Was haben wir noch? Unsere Seitenbox zum Auf- und Zuklappen. Finde ich schön gemacht. Schöne fette Radkästen, wunderbar. Dann hier oben der Aufbau mit der Box, die man einmal abnehmen kann und öffnen kann. Unsere Unterfahrbleche, die man hier ganz leicht entnehmen kann. Die Steuerung. Und dann, hier habe ich... Keine Ahnung, hier kommen irgendwie bei mir immer wieder diese roten Pinne raus, weil sich das so auseinanderzieht. Vielleicht mangelnde Klemmkraft. Ansonsten ein schön gebautes Dach, da kann man nicht meckern. Von hinten haben wir nochmal einen sehr schicken Mechanismus, wie ich finde, denn die Heckklappe, die ist ja verriegelt, habe ich euch schon gezeigt. Wir drehen hier einmal am Rad, der Riegel, der schiebt sich nach innen. Das klappt auch 1A, alles hier mit dem Gummiband gelöst. Und dann hat man hier nochmal einen schönen Blick auf, das Getriebe, das immerhin kann man es hier nochmal sehen. Ja, also nicht wie bei anderen Modellen, dass man da was baut und dann ist es nachher völlig verschwunden. Ach Gott, schaut her, hier hängt auch die Kopfstütze auf 7,5, aber die kann man nach vorne machen. Das ist noch die Rückbank, genau die habe ich euch ja gar nicht gezeigt. Da kann man sie etwas erahnen, ist schwer zu sehen. Da haben wir noch die Rückbank mit drin und hier eben noch eben das Getriebe, dass man sich daran etwas ergötzen kann. So, sehr schön. Also nochmal hier Klappe zu. Und dann die hinteren Lichter. Das hier sind Transparentsteinchen. Hier haben wir wieder Aufkleber, Transparentsteinchen und Aufkleber. Und ja, so sieht er eben von hinten aus. Also ich würde mal sagen, von der Form her bietet sich so ein Land Rover ja auch total an, den mit Lego nachzubauen. Der hat ja, ich sag mal, so gut wie keine Rundungen. Ziemlich eckiges, kantiges Design. Und das haben die Lego-Designer echt, echt gut umgesetzt. Also das war mein erstes Technikauto, das ich gebaut habe. Und eins kann ich sagen, es wird auf jeden Fall nicht das letzte bleiben, Leute. Also wer auch Bock drauf hat, der findet den Link hier zum Original-Lego-Set oder zur Kopie, die ich hier gekauft habe, in der Videobeschreibung. Alles hier unten verlinkt, Freunde, genauso wie die anderen Aufbauteile. Ich habe es ja hier relativ ausführlich gehalten. Und dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen und habt hier ein echt fettes Teil zum Hinstellen. Und der ist robust, also braucht man keine Angst zu haben, dass da irgendwie groß was abfällt. Der ist wirklich ziemlich robust gebaut, den kann man im Prinzip überall anfassen.
Ich hatte eine Menge Spaß, ich hoffe ihr auch und wenn ihr mehr sehen wollt, schaut gerne mal in meine Playlist Lego, Leppin und Co. auch hier unten verlinkt. Jeden Mittwoch gibt es hier neue Videos zu dem Thema, ansonsten geht es ja hier mehr um Technik, iOS und alles was mit Smart Home und solchen Geschichten zu tun hat und mittwochs ist mein Guilty Pleasure Tag, da geht es dann meistens um Klemmbausteine. Okay, also jetzt komme ich wirklich zum Abschluss, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.